Was stört Sie an Politik? Speziell zur SPD möchte ich halt sagen, dass ich momentan finde, dass die SPD leider wenig Gesicht zeigt. Also bei den aktuellen Fragen doch eher nach dem Wind geht. Ganz aktuell ist doch jetzt gerade die Pendlerpauschale. Ist halt ein bisschen schade. Also dass es einfach nur darum geht zu reagieren und nicht mehr zu agieren, einen Kurs vorzugeben, zu sagen, so können wir es machen. Das würde ich mir eigentlich wünschen von der SPD. Also jetzt ganz, ganz speziell, was die Politik angeht. Weil das interessiert mich halt am meisten. War das bei der SPD früher besser? Stellenweise. Es ist halt so, wie es überall ist. Also es ist halt... Ich meine, in den 70ern war ich jung, sage ich mal, sehr jung. Von dem her kann ich jetzt nicht jetzt das aus dem heutigen Standpunkt sagen. Aber ich würde einfach sagen, es ist schon, eigentlich doch. Also, wenn man so sieht, beim Schröder war es schon nicht mehr ganz so. Aber eigentlich davor hat man doch noch was gemerkt, wo der Unterschied auch ist. Und der verringert sich eigentlich immer. Also, es ist eigentlich noch ein Spiel von reagieren und nicht mehr von, wir geben eine Politik vor, wir geben einen Ansatz, wir geben eine Möglichkeit. Geht es für die SPD wieder aufwärts oder wie ist Ihre Prognose? Ich hoffe es, was soll ich wählen? Okay, vielen Dank.